So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Tales of Wind Video. So, und das Video ist wieder eines, auf das die Leute sehr lange warten. Das ist unser monatliches Roulette-Video. Wie ihr seht, es ist wieder ab, noch einen ganzen Tag. Ich habe uns schon mal hier 250 Tickets besorgt. Diesmal finde ich geil am Roulette, wenn ihr hier bei Froh Flippern ein bisschen gut seid. Wie ihr seht, bekommt ihr hier schon mal schöne 5 Tickets geschenkt, wenn ihr einen relativ guten Rang habt. So, ich würde sagen, lasst uns kurz schauen, was es gibt. Sollten wir richtig lucky sein und uns so ein Ruhmherz holen können, mit der Chance von 0,000003% oder so, werden wir uns natürlich diese Waffenkarte hier holen. Genau. Wie ihr seht, könnt ihr selber nachschauen, was die kann. Ein Must-Have, würde ich sagen. Manche verkaufen ihre Niere dafür in Tales of Wind, habe ich gehört. Kann man machen. So, mit den 250 Tickets, ich gehe davon aus, dass wir nur dieses eine ausgefallene Herz bekommen. Werde ich mir natürlich mein letztes Goldzubehör holen, weil ansonsten sehe ich keine andere Chance, das letzte zu bekommen. Und ewig auf einen Drop warten ist auch nicht. Jo, sollten wir dennoch nochmal so ein Herz bekommen, vielleicht noch ein paar Goldäpfel, und da muss ich schauen. So, ansonsten werde ich mir natürlich das Übliche holen. Lass uns mal kurz das Reittier anschauen. Ach, sieht auch richtig nice aus. Ja, wie gesagt, ansonsten von den normalen Sternen hier werde ich mir wahrscheinlich wieder ein bisschen Bernstein Amethyst holen. Nicht Amethyst, ein glasierter Stein. Eventuell Verbesserungsjuwele für ein paar Stück, um mein Equip wieder upgraden zu können. Jo, ansonsten eigentlich nichts Interessantes dabei. Die ganzen interessanten Sachen seht ihr oben. Bekommen wir nicht. So, ich würde sagen, wir machen erst unsere ersten 5 Umdrehungen, damit wir die 10er freischalten können, und dann hauen wir die Dinger mal schnell raus und schauen, was geht. Eventuell machen wir mehr wie 250 Umdrehungen. Ich habe noch ein paar Spiralen übrig, wie ihr seht. Alles noch aus den letzten gewonnenen. Lass mal schauen, wir haben noch knapp 4000, was wir verwenden können. Über 4000 haben wir jetzt schon benutzt für die Tickets. Mal schauen, wie es rausläuft, ob wir vielleicht noch das ein oder andere Ticket holen oder nicht. Falls nicht, haben wir wenigstens noch einen kleinen Puffer für das nächste Video. So, und wie es auch einige von euch schon mitbekommen haben, hier auf unserem Kanal werden jetzt ein paar neue Videos mit anlaufen, beziehungsweise nur über ein Game, über 7 Deadly Sins. Ich würde jedem empfehlen, sich das Spiel mal anzuschauen, ist richtig nice. Oder zumindest mal reinzuschauen. Ich spiele es mit einem Kumpel gerade zusammen. Bisher hat er die Videos hier so ein bisschen moderiert. Er macht dies, ich mach das. Und ja, richtig nices Game auf jeden Fall. Wer den Anime dazu kennt und den gut fand, sollte es auf jeden Fall auch mal anspielen. Ja. So. Läuft nicht so gut bisher. Ich muss auch sagen, bisher wenige Spiralen gezogen. Oh, jetzt mal wieder 60. Oh, gleich 120. Ich hatte diese Woche ein Gildi dabei, der hat halt echt ein ausgefallenes, das rote Herz hier gezogen, also der war richtig lucky. So, hier haben wir schon mal 300, 120, 420, passt. Jetzt rollt das Ganze hier mal los. Vielleicht kommen wir wieder auf 0 auf 0 raus, mit dem, was wir verbraucht haben. So, 100 haben wir jetzt durch knapp, oder? Ja, mit 250 sind wir gestartet. So, hier nochmal 60 habe ich gesehen. Ja, passt. Ihr seht, die Spiralen, sie steigen wieder und steigen.
Was natürlich nice wäre, wenn wir dieses Mal wieder die 1% sehen, dann hätten wir halt wieder richtig Puffer für die nächsten Videos. Weil wenn die irgendwann mal ausgehen, wäre es natürlich mies. Dann haben wir nichts mehr. Tja. So, nochmal 60. Lass mich mal kurz gucken, was haben wir bisher? 279 Sterne. Gut, damit komme ich nicht weit. Lass mich mal die 5 Einzelnen schnell raushauen, damit wir glatt auf 90 sind. Dann können wir die letzten 9 noch durchhauen. Oh, wärst du eins weiter gehofft, hätte man 1% bekommen. Ja, die 60 nehmen wir doch auch gerne. So, 90 und jetzt up. Ich meine, immer kurz bevor es weiter hupft, es bleibt bei den 1% stehen. So, wie gesagt, bei 250 den Stern hier haben wir safe. Bei 450 würde das nochmal eingeben. Mal schauen, ob wir vielleicht nochmal 200 Tickets raushauen. Und bei 4000, das Teil finde ich ja richtig nice. Ja, aber 3000 Umdrehung, nicht 4000. Aber 3000 Umdrehung ist leider nicht möglich. Außer man würde jetzt hier mal ein 3er oder ein 6er% Jackpot bekommen oder ziehen. Bei 4000, knapp 4000 Spiralen hatten wir, oder als wir losgelegt haben. Jo, jetzt haben wir wieder 6700, wie ihr seht. Also, ich würde sagen, 2700, knapp 3000 können wir wieder reinhauen. Ich würde sagen, es sieht gut aus, dass wir doch vielleicht die 450 Umdrehungen rausholen, oder was meint ihr? Ja, ich würde sagen, das ist realistisch. Da wir hier nochmal 300 bekommen. Ich wette mit euch, das ist jetzt mittlerweile auch im Gildenchat angekommen bei mir. Lasst mich nochmal reinschauen, vielleicht. Wie ihr seht, er macht ein Video. Die wissen das, sie wissen immer Bescheid. So, lasst uns mal kurz weitermachen. Hier gehen natürlich die Grüße raus an meine Gilde. So, Katrin gibt eine Runde Umschläge aus. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? Hier. So, das rufen wir mal kurz ab. Wie viel haben wir jetzt? 255 Umdrehungen, heißt, ich brauche noch 195. Nee. Ja. So, Tickets, Tickets, Tickets. Halt. Map. 1, 9, 5. Bestätigen, 4000 Spiralen. Dann haben wir 3, 2, da sind wir ein bisschen drunter. Wir bekommen alles wieder zurück. Passt. Das habe ich jetzt gesagt, 195 hauen wir raus. Kaufen. So, 5 einzelne und dann geht's ab. So, nächstes Mal bitte ein bisschen früher stehen bleiben für die 3%. Dankeschön. Oder eins weiter hupfen auf 1%. Gut, noch 2 einzelne. So, jetzt sind wir schon wieder knapp wieder bei 10 Minuten. Ich sage euch, das Roulette, das zieht sich immer. So. Was gibt's Schönes? Nichts. So, an dieser Stelle dürft ihr natürlich mir wieder mal in die Kommentare schreiben, wer Lucky war und wer was gezogen hat. Ich bin immer sehr neugierig, was das angeht. Und freue mich natürlich immer für jeden, der was Geiles rauszieht. Außer ich. Das Gute ist, die 60er-Spiralen laufen gerade. Das heißt, der Einsatz ist jetzt momentan, spielt er sich wieder rein. Jo, Glückwunsch. Aber Glückwunsch mal für was Großes, bitte.
Seht ihr, 60, 60, 60, 60. Und jetzt haben wir hier wieder 120. Nächste Runde auch nochmal 60. Sicher. Oh, gleich 180. Hier drüben holen wir nochmal 300. Ich muss mal schauen. Wie ihr seht, für 550 gibt es nochmal 600 Spiralen. Ich würde sagen, ich denke, die 550 könnten wir auch noch schaffen, da sich das Ganze gerade hier so wieder so reinspielt mit den Spiralen und wir nochmal 600 bekommen. Würde ich sagen, 550 ist das Ziel, oder? So, ihr seht nochmal 120. Wir sind jetzt schon wieder bei 4600. Ja. Oh, und nochmal 900. Nice. Und jetzt ist es soweit. Ich habe es gesehen. Ihr seht es. Die ganze Gilde kommt hier anmarschiert. Kriegt mich nur nicht von meinem Bauernhof. Gott, ich hatte gestern, ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder sonst irgendwas. Ich bin laufend von meinem Bauernhof rausgekickt worden. Jetzt mag mich nicht mal mehr meine... nicht mal mehr meine eigene Farm. Der Noob Farmer von Noobs United. So, hier haben wir nochmal 180, so 30 und dann würde ich sagen, haben wir nochmal 100 raus. 100 Spiralen kosten uns 2100. Ach, 100 Tickets meine ich, kosten uns 2100 Spiralen. 600 bekommen wir sicher zurück. Das heißt, 1500 müssen wir mal mindestens ausgeben für uns von unserem Hab und Gut. Das heißt, wir wären dann bei 4,3. Passt, dann habe ich insgesamt nur 4000 oder so ausgegeben, falls sich nichts mehr reinspielt. So, ich glaube, beim nächsten Roulette-Video suche ich mir einen neuen Platz. Kaufen. Und wenn die wieder sehen, ich mache ein Video, kommen sie alle hierher und ich bin nicht da. Mal schauen, was sie hier fabrizieren. Nichts, gut. Ja, go for it, Mutter, ja. Bitte, ja. Der Wille ist da, das zu ziehen, aber das Spiel lässt mich leider nicht. So. Jetzt da. Letzten 100 Tickets. Ein kleiner Checkpot. Also wenn ich jetzt einen kleinen Checkpot ziehe, dann haben wir natürlich noch eine Ladung raus. So, und wie ihr seht, jetzt war es soweit. Vom Bauernhof gekickt. Ja, nice. Meine Gildis haben mich von meinem Bauernhof gekickt. Danke, Neverland. Aber anscheinend bin ich nicht der Einzige, der diesen Bug hat. Ich habe das gestern schon mal gelesen, dass das der ein oder andere auch hat. So, so die letzten 4 Umdrehungen. Ich würde sagen, die letzten 10, die machen wir einfach einzeln. So, jetzt haben wir noch 10 Umdrehungen. Wir bekommen noch 600 zurück, dann sind wir wieder bei 4900. Passt, ich würde sagen, ein bisschen Material für unser... Was dachte ich gerade schon, 10%. Für unser nächstes, das wird ein Jubiläumsvideo, das ist dann das 10-maligste Roulette, das ich aufnehme. Jo, nochmal 300. Ein zweiter und es wäre auf... Oh. Ich meine immer, es bleibt bei 10 stehen und dann hüpft es doch nur eins weiter. So, wartet mal schnell, So, was ich jetzt mache, ich hole nochmal 50 Tickets, damit ich die 100 Sterne bekomme. Da habe ich wenigstens 1000 voll oder ein bisschen über 1000. Dann
muss ja nur ein bisschen Glück haben, um das wieder reinzuspielen. 100 Tickets macht, wie man gesagt, 2100, oder? Ja, da sind wir nur noch bei 3000. Ja, okay, ist mir ein bisschen risky. Jo, wie ihr seht, wir haben hier zweimal das Ganze. Es wird also, einmal wird es ein Goldzubehör. Und dann schauen wir mal, vielleicht ein paar goldene Äpfel, weil ich mir ein bisschen was aus dem Shop noch holen will. Ich weiß nicht, vielleicht die göttliche orange Katze. Ich weiß gar nicht, wie gut die überhaupt ist. Muss ich mal nachfragen. Ich habe die gar nicht so auf dem Schirm. Krass, dass ich mir... Ach, komm ja noch... Okay. Bewirft ein Feind mit Fisch. Okay. Great Devil. Jo, ich würde sagen, was haben wir jetzt an Punkten hier? 911, ja, brauche auch halt einen Notruf. Das war's wieder mit unserem heutigen Roulette-Video. Ich bedanke mich natürlich bei euch wieder fürs Einschalten und Zuschauen und hoffe, dass ihr natürlich mehr Glück hattet wie ich. Und klar, schaut unsere neuen Videos von Seven Deadly Sins. Ist ein richtig geiles Game. Ich weiß, jetzt mache ich hier ein bisschen Werbung für was anderes. Ist ein richtig geiles Game. Kann man easy spielen, leicht verständlich für jeden. Hat eine geile Story, Spielmechanik ist geil. Kann ich nur empfehlen. Jo, und ansonsten sage ich natürlich wieder ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.